Moin, Servus und Hallo. Herzlich willkommen zu einem Tipps und Tricks Video für Forza Motorsport 2023. Ich bin der Gamer mit Bauch und heute dreht sich alles um das Thema Aerodynamik. Ja, lohnt es sich hinten eine Pommes-Theke dran zu bauen und Seitenschweller und ja, vorne alles zu ändern oder lohnt es sich nicht? Das Spiel macht ja einen Negativwert. Inwieweit kostet es mich in etwa an Geschwindigkeit und wofür eignet sich das letztendlich denn wirklich? Und was ist eigentlich die Aufgabe der Aerodynamik? Das kläre ich in diesem Video so kurz wie möglich. Als ja, heutiges Opfer, oder sagen wir es mal so, als heutiges Vorführfahrzeug habe ich den 2021er BMW M4 Competition Coupé. Ihr seht, Autostufe 1 nicht erforscht, aber ich profitiere halt vom letzten Update, wo man halt die CP-Punkte gegen Credits kaufen kann und natürlich keine Autostufen mehr braucht, um sich die Teile freizuschalten. Ideal auch, um mal solche Experimente durchzuführen und euch zu präsentieren. Gut, was bringt uns die Aerodynamik? Das ist eine ganz große Frage und in erster Linie möchte ich euch nochmal darauf hinweisen, dass dieses Video für alle Otto-Normal-Gamer draußen ist und nicht unbedingt für die Hardcore-Spieler oder Hardcore-Simulationsspieler, weil die werden definitiv ihre Settings haben, die werden auch wissen, wie viel der Wert sich verändert und. Also für alle Autonormalspieler, die sich halt nur einfach hinpflanzen, vielleicht wie ich, zum Beispiel Getriebe, Fahrzeughöhe einstellen in der Aufhängung und vielleicht auch ein bisschen halt die Aerodynamik so ein bisschen verändern, für die ist dieses Video gedacht. Übrigens, kleiner Aufruf auch an alle Hardcore-Spieler. Ihr könnt auch gerne in den Kommentaren euren Code für Tunings hinterlassen, wo vielleicht andere bei dem Fahrzeug oder bei anderen Fahrzeugen einfach mal nutzen können und mal experimentieren können, welche Fahrzeugeinstellungen, welche Grundkompletteinstellungen da bestens sind. So viel zum Thema. Hauen wir gleich mal raus. Ich habe hier für euch mal was vorbereitet gehabt und zwar sehen wir hier einmal zurück und einmal neu. Das ist die Upgrade-Bestätigung dieses BMWs. Bei neu muss ich sagen, das ist die Grundausstattungseinstellung. Das heißt, da ist kein Spoiler, keine zusätzlichen Teile verbaut, gar nichts. Das ist das Auto, das ist der Grundwert in der Rohversion. Beschleunigung 4.7, Geschwindigkeit 5.7, Handling 2.9, Bremse 3.1. Leistungsindex 641, Kategorie A. So, baue ich jetzt die Aerodynamik an dem Fahrzeug aus? Sprich, bei dem BMW gibt es zwei Spoiler und auch zwei Frontschürzen. Einmal Sport und einmal Rennen. Ich habe bei allem nur Rennen genommen und alles. Seitenschweller, Motorhaube, ist alles drin. Dann wird der Wert geändert in Beschleunigung 4.7, bleibt. Geschwindigkeit 5.0, Handling 3.1, Bremsen 3.4. Leistungsindex 643, Kategorie A bleibt. Jo. In erster Linie wird euch dann wahrscheinlich die Geschwindigkeit ins Auge stechen. Die Frage ist, wie viel Geschwindigkeit verliere ich jetzt eigentlich durch die Aerodynamik? Und wie kann ich es später ausgleichen? Gehen wir einfach mal direkt locker munter rein. Ich habe da schon ein bisschen was vorbereitet. Wir gehen mal in die Aerodynamik des unbehandelten Fahrzeugs. Also unbehandelten Fahrzeugversion sozusagen. Das Fahrzeug hat kein Upgrade, sondern wirklich alles Basis. Ihr seht es auch an den Schlössern dran. Und hier unter der Aerodynamik können wir jetzt auch nichts einstellen. Das sind 316 Stundenkilometer, die er jetzt fahren kann mit diesen Settings. Beziehungsweise in dem Fall auch mit dieser Aerodynamik. Linke Seite, Beschleunigung, Bremsweg und Querbeschleunigung sind immer simulierte Anzeigen. Also wenn ich jetzt gleich da was ändere, dann seht ihr links grün oder rot. Das bedeutet, entweder hat sich der Wert verbessert oder der Wert hat sich verschlechtert. Es wird simuliert vom Spiel. Das kann natürlich auch schwanken. Ihr könnt auf der Rennstrecke, wenn ihr im Windschatten seid, natürlich auch mehr als 360 Stundenkilometer erreichen. Ihr könnt auch diese 316 km/h auch durch das Getriebe ändern später. Das ist alles möglich. Das ist jetzt nur ein Beispiel und ein Beispiel, wie viel Geschwindigkeit ihr bei einem Standardfahrzeug nur durch die Aerodynamik gewinnt oder verliert. Mehr ist es nicht. Also 316 Stundenkilometer und die restlichen Daten sind Basis. Ja. Also.
auch die Werte und so weiter können von Fahrzeug zu Fahrzeug ändern. Ich habe mir jetzt nur diesen als Beispiel genommen. Also man kann nichts ändern. 316 behalten wir im Kopf. Geht jetzt weiter. Dann nehmen wir mal den BMW. Und dann fange ich mal an. Ganz munter, flockig. Den ein bisschen aufzurüsten. So, dann kloppen wir da mal rein. Zack, Front. Ihr seht hier nochmal Sport oder Rennen. Ich nehme natürlich Rennen. Sport hat 5,1. Bei Rennen würde er 4,9. Durch die Heckstoßstange kriege ich aber wieder einen 5er Wert. Und ihr seht dann auch rechts schön immer die Verbesserungen, die damit reinkamen. Seitenschwelle nochmal ein bisschen Abzug, aber dann passt das. So, und dann sind wir soweit fertig. Übernehmen wir und dann sind wir beim selben Wert, wie ich es euch gerade auf der Grafik schon gezeigt habe. Und dann gehen wir jetzt zu den Einstellungen. So, springen wir mal vor. Ihr seht, es ist alles aus Serie, außer Aerodynamik. Und als erstes Beispiel gehe ich mal mit der Aerodynamik komplett runter. Und ihr seht links, das System hat jetzt die simulierte Geschwindigkeit errechnet. Das heißt, ich kann jetzt unter dieser Einstellung 307,3 km/h erreichen. Das ist jetzt die komplett niedrige Einstellung. Das heißt, wenn man den Heckflügel und den vorderen Teil alles ein bisschen durchlässiger machen würde, den Heckflügel ein bisschen gerader stellen würde, dann würde man auf eine Maximalgeschwindigkeit von 307,3 km/h kommen. Das sind 9 km/h weniger als in der Basisversion die Höchstgeschwindigkeit. Kann man mit leben. Ihr seht auch die oben beschreibende Geschwindigkeit, Kurven. Das hat natürlich eine Bedeutung, wenn ihr einen Spoiler oder auch, wie gesagt, das ganze Kit nimmt. Hat es natürlich eine Bedeutung für alle, die mit dem Auto und Autotechnik nicht so bewandert sind. Diese Aerodynamic-Packs haben die Aufgabe, das Fahrzeug stärker auf die Straße zu pressen. Dadurch, dass wir hier oben halt den Flügel zum Beispiel oder die Front mit mehr auf Kurve stellen, sorgen wir dafür mit einer Hochstellung der entsprechenden Teile für mehr Anpressdruck auf das Fahrzeug, also sogenannte Downforce. Ja, je mehr Kilogramm Luftgewicht auf das Auto drückt, desto stabiler wird es in den Kurven, desto stabiler wird es beim Bremsen. Das hat natürlich aber die Negativwirkung auf die Geschwindigkeit. Das ist das Verhältnis zwischen diesen Kilogramm Geschwindigkeit und Kurve. Also 23 Kilogramm vorne, 34 hinten ist das Minimum, was ihr machen könnt. Die Wirkung wird dann tatsächlich fast so sein, als würdet ihr mit dem Serienteilen fahren, nur dass ihr halt unterm Strich wirklich Geschwindigkeit verloren habt. Wie ist das jetzt eigentlich bei der Basiseinstellung, die das Spiel vorgibt? Da springen wir noch ganz kurz zurück. Da haben wir nämlich 34 Kilo Front, 62 Kilo hinten bei einer errechneten Geschwindigkeit von 299,1 km/h. Das ist die Basis, die das Spiel auch immer vorgibt. Also wenn ihr das verbaut, dann setzt das Spiel immer die Werte auf diesen Mittelmaß. Deswegen ist es manchmal nicht schlecht, mal die Aerodynamik ein bisschen einzustellen. So, wir hatten jetzt gesagt, wenn man alles runterstellen würde, hätte man fast ein bisschen diese Lenkung so ein bisschen wie das Serienauto und nicht wirklich viel gewonnen davon. Und naja, gut. 307 sind immerhin 9 km/h weniger. Was macht der Gamer mit Bauch? Nun, ich spiele es mit einer sehr speziellen Einstellung, die ich mir über die vergangene Zeit schön angewöhnt habe. Und zwar immer mit einem, sagen wir mal, Viertel für Front und ein, fast etwas weniger als die Hälfte fürs Heck. Sprich, bei dem Auto ist es 27,55 mit einer Geschwindigkeit für 302,1 km/h. Ja, gut, im Grunde sind es 14 km/h weniger als die Basis, aber hey, das Auto ist deutlich stabiler und es lässt sich auch super, super lenken. Gerade wenn man mit Controller spielt, ist das wirklich sehr, sehr gut, die Kontrolle so in einem gewissen Rahmen zu haben. Natürlich könnt ihr, das habe ich auch ausprobiert, ihr könnt auch 10 Einheiten, 10 Kilo sagen wir mal 6 Kilo nach vorne, 6 Kilo runter oder 6 Kilo rauf gehen.
Da könnt ihr auch nochmal ein bisschen Geschwindigkeit rausholen. Das ist aber halt Geschmackssache. Genauso ist es wie mit dem Heck. Da gehe ich meistens entweder 10 runter oder 5 rauf. Die Einstellung ist bei mir aber immer auf Geschwindigkeit. Je mehr Kurve, desto mehr Anpressdruck. Das ist richtig. Nur das Problem ist halt, wenn ihr zu viel macht, verliert ihr zu viel Leistung. Und das ist, bringt euch nicht wirklich viel weiter. Wobei ich eigentlich der Meinung bin, bei diesem Spiel, oder sagen wir mal so, beim Rennsport ist es halt schon wichtig, in den Kurven, also eine bessere Steuerung, ein besseres Handling in den Kurven und beim Bremsen zu haben als Geschwindigkeit. Das war übrigens auch immer ein Tipp, den ich an meinen kleinen Kollegen bei der Pixelhorde gegeben hatte, um schneller die AP-Erfahrungspunkte zu bekommen und somit auch die CP-Punkte zu verdienen. Saubere Kurven fahren. Ja. Es war immer wichtig, erst Rennreifen zu haben, damit das Fahrzeug nicht so schlingert und man wirklich akkurat schön ideallinien-like in die Kurven reinzufahren. So konnte man dann immer schneller die CP-Punkte verdienen, als wenn man halt ja, sich irgendwie immer abgequält hat mit einem rutschenden Auto. So mal als Randnotiz. Also sauberes Fahren ist in dem Spiel deutlich wichtiger als eine übermäßige PS-Zahl, wobei diese Kombination daraus echt unschlagbar ist. Zum Abschluss jetzt die Frage, in welcher Kombination könnte man jetzt die Aerodynamik nehmen? Wir haben jetzt mehrere Szenarien gesehen, wie viel Geschwindigkeit man verliert, maximal also ja fast 20 km/h. Naja, sagen wir mal 18, 19. Was tun oder für was eignet sich die Aerodynamik? Mein spezieller Tipp ist, baut euch keine Aerodynamikteile an, solange ihr den Motor nicht aufgerüstet habt. Ohne erhöhte Motorleistung bringt euch das eh nichts. Die Autos allgemein sind in den Windkanälen so ausgelegt, dass die, wenn vorausgesetzt man hat in dem Spiel auch wirklich 1:1 akkurat gearbeitet, grundsätzlich ist ein Auto von seiner Form her und Aerodynamik her so ausgelegt, dass die eigene Motorleistung, die Basismotorleistung vollkommen ausreicht, um das Auto mit genügend Anpressdruck zu versorgen und halt das Handling so zu geben. Wenn wir natürlich hier jetzt einen größeren Motor einbauen mit einer Leistung, sagen wir mal, der Leistungsindex springt auf 50 Punkte, 60 Punkte nach oben, sodass der Geschwindigkeitswert auf 6 oder 7 hochgeht, dann ist das halt so, dann könnt ihr Aerodynamik-Kit auch verbauen. Ich spreche jetzt aber nicht von den Umbauten. Da gibt es nämlich noch Body-Kits bei manchen Fahrzeugen, die ihr unter Umbauten verbauen könnt. Wobei die Grundthematik ist das gleiche eigentlich. Dann, ja. Also, im Grunde Aerodynamik-Kit, mein Tipp, nur dann verbauen, wenn ihr wirklich eine Leistungssteigerung durch einen besseren Motor, neues Getriebe, vielleicht auch ein bisschen Aufhängung, sprich Einstellung der Fahrzeughöhe. Wenn ihr so die Sachen verbessert habt, dann nutzt einfach das Aerodynamik-Kit, um euer Auto zu stabilisieren und besser zu halten. Mehr ist es nicht. Für die Optik würde ich es hier in diesem Spiel eh nicht nutzen, weil, sagen wir mal ehrlich, die ganzen Anbauteile, es gab viele andere Spiele, die bessere Anbauteile hatten als das, was man hier so teilweise sieht. Also ich fand ich glaube sogar bei Forza Horizon 5 sind sogar die Spoiler deutlich schicker als hier im Spiel. Muss man nicht unbedingt extrem verschandeln, wenn man nicht gerade in der höchsten Kategorie ist. Aber anyway, auf jeden Fall war das jetzt die heutige Tutorial oder Hilfe, Tipps und Tricks Folge zur Aerodynamik für Forza Motorsport 2023. Lohnt sich die Aerodynamik oder lohnt sich diese nicht zu kaufen fürs Fahrzeug? Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bis bald. Ich bin euer Gamer Bauch. Ciao, ciao.